Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute will ich euch ein paar Empfehlungen mitgeben. Ich habe in der letzten Woche 3 Filme gesehen, die schon eine Zeit lang auf meiner Watchlist waren. Und wenn ihr so wie ich kranke, abgefuckte Masochisten seid, die auf sehr langsame, brutale Indie-Streifen stehen, dann könnten euch die nächsten 3 Filme vielleicht auch gefallen. This depiction is dangerous. Come on, Enid. I'm cutting it. Butchery, sadism, murder. A wave of depraved and corrupt horror video, Laura. Confusing fiction with reality. Censor spielte in den 80ern auf dem Höhepunkt der Zensurwelle in Großbritannien, wo viele Horror- und Slasher-Filme von der Regierung zensiert oder verboten wurden. Enid, unsere Hauptcharakterin, arbeitet als einer dieser Zensoren und schaut sich eben solche Filme an und zensiert diese. Eines Tages entdeckt Enid einen Horrorfilm, in dem sie glaubt, ihre verschollene Schwester gesehen zu haben und versucht sie anhand des Films wiederzufinden. Ich war wirklich überrascht, wie gut der Anfang des Films war, ob jetzt das Setup oder visuell oder sogar die Leistung der Schauspieler, vor allem von Enid, war wirklich top. Der Beginn war also sehr vielversprechend, man hat schon fast das Gefühl gehabt, dass man so auf ein kleines Meisterwerk zusteuert. Der Film geht auch nur 84 Minuten und ich würde sagen, 40 Minuten lang war der Film wirklich, wirklich gut, mit einem grandiosen Pacing und einer düsteren Atmosphäre. In den letzten 20, 30 Minuten wurde ich dann aber doch ein wenig überfahren. Ich muss sagen, es ist nicht schlecht und das Ende hat mir eigentlich auch gefallen, aber man kann es so ein bisschen mit Game of Thrones vergleichen. Das Ende der 8. Staffel fand ich auch nicht unbedingt schlecht. Es hätte ein richtig gutes Ende werden können. Nur wie man dorthin kommt, das war vielleicht das Problem. Es war ein bisschen zu gerusht, man hat zu viel übersprungen und genau hier, finde ich, fällt Sansa so ein bisschen in sich zusammen. Ich will nicht zu viel spoilern, aber auch das Ende ist wirklich ein Feuerwerk an Abgefucktheit. Aber trotzdem, ich fand den Film richtig gut. Gut, abgedreht, trotzdem cool, 7 von 10, mit ein bisschen verschenktem Potenzial. Geständnis, ich glaube, ich habe noch keinen einzigen David Cronenberg-Film in meinem Leben gesehen und bin komplett neu in der ganzen Cronenberg-Familie von Regisseuren und das ist jetzt mein erster Film von seinem Sohn Brandon Cronenberg. You have a very special nature. One we've worked hard together to unlock. Ich wusste nicht so richtig, was ich von Possessor erwarten kann, aber der Film ist definitiv mit einer der brutalsten Filme, die ich je gesehen habe. Der Film macht wirklich von nichts halt, egal welche Szenen. Die Kamera hält immer direkt drauf. Nichts wird der Fantasie überlassen. Und das ist sogar teilweise zu brutal, weil es im Uncut-Schnitt dann doch manchmal hart an der Grenze eines Slashers ist. Visuell ist es der ansprechendste von den 3 Filmen. Es sieht wirklich toll aus, auch für das Budget. Ich habe so ein wenig Blade Runner Vibes gehabt. Gute Shots und vor allem ist fast alles mit Practical Effects gedreht, weil Brandon Cronenberg kein Fan von CGI ist, was bei mir immer Pluspunkte einbringt. Der Film ist eine Mischung aus Inception, Matrix und einer Folge von Black Mirror. Es geht um eine Firma, die dafür bezahlt wird, durch neue Gehirntechnologie die Kontrolle von anderen Menschen zu übernehmen und dadurch dann Morde bzw. Selbstmorde durchzuführen, die man nicht zurückverfolgen kann. Auf dem Papier eine vielversprechende Idee. Trotzdem bin ich zwiegespalten, was den Film angeht. Er hat so gute Elemente und macht so viele philosophische Fragen auf. Man hat auch so viele Fässer aufgemacht und so viele Dinge angefangen, aber nichts davon wirklich zu Ende gedacht. Man erwartet vielleicht doch den smarten Twist am Ende, der aber nicht wirklich kommt. Auch fehlt es mir an Informationen über den Hauptcharakter. Ich verstehe überhaupt nicht, was ihre Motivation ist, warum sie die Kontrolle von anderen Leuten übernehmen muss oder will. Das ist, glaube ich, was mich am meisten stört und was dem Film in meinen Augen doch fehlt. Der Film sieht zwar sehr gut aus, ist aber stellenweise übertrieben brutal und lässt uns vielleicht doch an manchen Stellen zu weit im Dunkeln. 6 von 10. All it takes to lose control. Super Dark Times ist, glaube ich, der Film, den ich den normalen Zuschauern am meisten empfehlen würde. In meinen Augen ist die Geschichte auch am realistischsten und am einfachsten zu verstehen im Vergleich zu den anderen beiden Filmen. Guys, my parents rented that movie True Lies. I've watched that scene where she strips over and over and over. Silver Surfer is the loneliest dude in the galaxy. I mean, the Punisher is pretty haunted. You have no idea what you're talking about.
Super Dark Times spielt in den 90ern und ist eine Coming-out-of-Age-Story über zwei ganz normale Freunde, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt. Und vor allem der Anfang ist so richtig schön unschuldig. Sie stehen auf das gleiche Mädchen, machen Albernheiten, normale Jugendliche eben. Bis irgendwann ein Unfall passiert, was dann alles verändert. Ihr kennt doch bestimmt das Gefühl, als Kind mit Freunden zu spielen, Blödsinn zu machen und dann passiert etwas Dummes. Und ihr wisst, ihr habt was richtig Schlimmes angestellt und wollt es verheimlichen und die Schuld klebt noch Wochen oder Monate an euch. Das ist jetzt eine sehr simple Zusammenfassung vom Film, aber das ist das Herz des Ganzen. Es geht um Schuld, Geheimnisse und was das mit Freundschaften macht. Wie jeder individuell mit einem Trauma fertig wird. Wie ein Ereignis die Unschuld der Jugend nehmen kann. In einem Augenblick war man noch fast ein Kind und auf einmal ist man erwachsen. Dieses Gefühl bringt Super Dark Times richtig gut rüber. Der Film ist ein wirklicher Slowburner, er braucht sehr lange, um Fahrt aufzunehmen, doch das Warten lohnt sich hier wirklich. Aber das Interessante, auf das ich erst beim zweiten Mal schauen geachtet habe, ist die Fantheorie, die hinter dem Film steckt. Und um ehrlich zu sein, in meinen Augen ziemlich sicher vom Regisseur so gewollt, obwohl ich noch keine Bestätigung dafür finden konnte. Aber diese Theorie verändert den Film komplett. Zwar ist der Film auch ohne die Theorie grandios, aber durch die Theorie macht es den Film vor allem beim zweiten Mal schauen nochmal viel besser. Super Dark Times ist definitiv eine Empfehlung wert, 8 von 10, aber unbedingt auf Englisch schauen. Wenn das Video gut ankommen sollte und Interesse besteht, kann ich auch ein Video über die besagte Theorie machen. Was ich aber nicht glaube, weil kein Mensch solche Filme sieht, geschweige denn auf YouTube und dann auch auf meinem Kanal. Aber hey, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis irgendwann. Ciao.